Hallo Axel. Jan Mast, herzlich willkommen. Endlich wieder Lockdown, wie auch immer. Es ist Lockdown. Jawohl. Herzlich willkommen zum Wohnzimmerkonzert. Ja, vielen Dank. Ja. Wenigstens das geht weiter. Darf ich dir deine Jacke abnehmen? Ja, das wäre nett. Nimm mir mal ab. Ja, ich bin auch ganz froh, dass wir wieder starten, obwohl natürlich der Anlass mit vor Live-Publikum viel besser gewesen wäre. Aber so haben wir immer eine Chance. Wir haben ja viele junge Künstler, neue Künstler ausprobieren können in den letzten Staffeln. Und so wird es auch jetzt sein, dass wir zwei Debüts haben in Wien in den nächsten Konzerten. Da freue ich mich drauf. Aber nur ein Wien-Debüt, denn der Dirigent heute Abend, Dirk Kaftan, den kennt ihr als Wiener Symphoniker schon aus Bregenz. Genau, das war im letzten Sommer wirklich eine ganz, ganz große Freude und große Entdeckung fürs Orchester, mit ihm arbeiten zu können. Und die Freude war so groß, dass alle gesagt haben, so schnell als möglich nach Wien. Und das ist heute so. Beethoven Orchester Bonn ist er normalerweise. Und er hat mitgebracht Kurt Weill, die zweite Symphonie. Relativ kurz, aber ein sehr effektvolles Stück. Genau, das ist, wie er selber sagt, Piefke-Musik für die Wiener, die er mit nach Wien bringt. Ja, so also piefke ich gar nicht. Ich glaube, es ist in Berlin angefangen und Weill musste 33 emigrieren, hat in Amsterdam weitergeschrieben. Also es ist auch eine brisante Zeit. Ne? Ja. Genau, eine spannende Zeit heute wie damals. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dieses Stück kennenzulernen. Und auch fürs Orchester ist es immer schön, neues Repertoire. Und für mich sind bei den Wohnzimmerkonzerten die Highlights immer tatsächlich, die Solisten kennenzulernen. Genau. Wir haben wieder ein Solistenstück, Michael Haydn, diesmal Bruder von Josef Haydn. Genau. Die Solisten sind Ottmar Geiswinkler und Walter Vogelmeier, zwei Posaunisten. Eigentlich ein Stück, hast du schon gesagt, das für Horn und Posaune geschrieben wurde, heute für zwei Posaunen. Genau, das ist für mich auch neu, bin sehr gespannt darauf. Uns war wichtig, auch die Posaune als Soloinstrument mal zu präsentieren und das in doppelter Form heute. Und um auch zu zeigen, dass wir auch an diesen Positionen fantastische Musiker haben. Also es geht weiter, immer was Neues. Heute eine neue Nummer für dich, 269, lieber Jan. Vielen Dank. Viel Spaß beim Wohnzimmer. Glaube ich noch nicht. Ja, ich glaube nicht. Ciao. Ja, und hier ist er, Dirk Kaftan. Das Orchester, die Wiener Symphoniker, kennst du aus Bregenz. Wir haben gerade drüber geredet. Auch für dich ein schöner Sommer? Ein ganz besonderer Sommer natürlich. Nach der extremen Durststrecke vorher in Bregenz einfach nur Musik machen zu können, dann mit so wunderbaren Musikerinnen und Musikern in dem Rahmen dort, das war wie ein Befreiungsschlag für mich. Noch ein Wahnsinnstück, Nerone von Boito, das ist ja, muss man erstmal überhaupt geordnet kriegen. Das war schon ambitioniert, oder? Ja klar, da muss man reinsteigen. Ich habe ein bisschen länger Zeit gehabt als eigentlich geplant, dadurch, dass das um ein Jahr verschoben wurde. Insofern war ich dann doppelt gewappnet und war aber total unsicher, wie es ausgehen würde. Also auch wie das Orchester das aufnimmt und wie dann die Wirkung ist, wie man da wirklich aus diesem doch auch mosaikartigen Stück was macht. Aber da haben alle so an einem Strang gezogen, das war eine große Freude. Heute bringst du auch im zweiten Teil wieder ein spannendes Stück mit. Kurt Weill werden wir hören, reden wir später nochmal drüber. Die Wohnzimmerkonzerte, das ist eins der Wohnzimmer der Wiener Symphoniker. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, wollte gerade sagen, wie sieht es bei dir zu Hause im Wohnzimmer aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also, Wohnzimmer mit zwei Kindern, Klavier. Das ist vollgepackt, meistens nicht aufgeräumt und großes Leben, großes Gewusel. Ein solches musikalisches Wohnzimmer haben wir leider in Bonn nicht. Ich würde sagen, Beethoven Orchester Bonn, tolles Orchester, aber nicht richtig mit einer Heimstätte. Ne? Also ein Opernhaus habt ihr, aber ja, die Beethovenhalle. Beethovenhalle habe ich noch nie von innen gesehen. Ja. Man fragt doch besser gar nicht nach. Okay. Das ist das böse Wort, das man nicht nennen darf in Bonn. Ja. Aber wir machen das Beste drauf und spielen an jedem Platz, an allem, was ein Dach hat oder auch kein Dach. Um Musik unter die Leute zu bringen. Wenn es mal regnet in Bonn, kommst du einfach nach Wien. Unser Wohnzimmer so steht immer offen. Ja? Ich gehe jetzt mal zu den beiden Solisten, die Michael Haydn gleich spielen werden. Zwei Posaunisten. Und die sollen mir einfach mal erklären, worum es hier geht. Wir sehen uns gleich zum Weihen nochmal wieder. Danke, Dirk. Ottmar Geiswinkler, Walter Vogelmeier. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir kennen uns schon aus einem alten Wohnzimmerkonzert mit Marie Jacot. Da habt ihr schon ein Bläserchoral gespielt. Was war das? Ja, ein Bachchoral, Jesu, bleibet meine Freude und La Perie, Fanfare. Ja. Und so ist das in der Pandemie. Ewig grüßt das Wohnzimmerkonzert irgendwie. Also herzlich willkommen nochmal. Was steht heute auf dem Programm bei euch? Also heute wird es geben Michael Haydn, eigentlich ein Doppelkonzert für Horn und Posaune. Mhm. Aber nachdem die zwei Posaunenparts, also die zwei Hornparts und Posaunenparts sehr ähnlich sind, haben wir es einfach gekapert für zwei Posaunen. Das ist sehr gut. Kapern ist immer gut. Ja. Und Michael Haydn ist der Bruder vom
richtigen Heiden. Ja. Vom richtigen Heiden, vom richtigen, ja, genau. Heiden, Salzburg. Was ist das für ein Stück? Was ist das, was, wie kann man das beschreiben? Worauf können wir uns das freuen? Ja, man kann sich freuen auf eine hoffentliche Leichtigkeit. Mhm. Ein sehr fröhlicher letzter Satz ist da geboten. Sehr selten gespielt. Und wir haben das vor einiger Zeit entdeckt, sozusagen, und gleich, wie gesagt, das, die kriminelle Energie der Blechbläser ist ja sozusagen unendlich. Also wir spielen alles, was uns vor das Messingrohr kommt. Aber wie entdeckt man sowas? Man blättert durch, man spielt ein bisschen und findet irgendwo im Notenstapel, ach guck mal, das wäre doch was für uns. Na, ich habe es mal zufällig gehört und habe mir dann gedacht, ah, das wäre was. Und eben, wir spielen ja das schon seit Studienzeiten, wir haben ja gemeinsam studiert. Daher haben wir das uns dann das erste Mal bei einem Vortragsabend gespielt mit Streichquartett. Okay. Und so sind wir zu denen gekommen und haben dann immer wieder mal so uraufgeführt. Und was war der Punkt, dass du gesagt hast, ah, das will ich jetzt unbedingt spielen? War es besonders kompliziert, besonders schön? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es zum Altposaune lernen. Okay, was ja nochmal was anderes ist, ne? Was ist da der große Unterschied? Der große Unterschied, die normale Tenorposaune ist in B gestimmt, die Altposaune ist relativ viel kürzer, ist in S gestimmt, wird normalerweise verwendet sozusagen, gerade wenn Chorstücke sind, wo die Posaunen ja Kollapate spielen, das heißt die Alt spielt die Altstimme, Tenor spielt die Tenorstimme und Bass die Bass, damit sozusagen der Chor in den damaligen Zeiten nicht steigt oder fällt in der Intonation. Da war das quasi zum Anhalten gedacht. Und man muss dann wirklich ein neues Instrument lernen oder man muss nur übersetzen? Ja, schon. Also es ist beides. Es ist eine Übersetzung, aber es ist einfach eine Verkleinerung. Die Zugabstände sind kleiner, das Mundstück ist kleiner, die Lage ist höher. Also es ist so von beidem was. Wie das mit dem Lernen geklappt hat, das hören wir uns gleich noch an. Ja. Ihr seid beides Oberösterreicher. Ist das in ganz vielen Orchestern, Bläsergruppe, ganz oft viele Oberösterreicher darin? Woran liegt das eigentlich? Ja, das macht natürlich schon die Blasmusikdichte. In Oberösterreich gibt es, glaube ich, mehr Kapellmeister als Bürgermeister. Und natürlich gibt es da wahnsinnig viel junge Talente zum Entdecken und die dann auch dementsprechend gefördert werden. Und das macht sich natürlich bezahlt irgendwann einmal. Das war bei dir auch Anfang Blaskapelle? Ja, die Blaskapelle. Und natürlich, was ich auch denke, ist das flächendeckende Musikschulsystem in Oberösterreich, das ja weltbekannt ist. Da fällt einfach niemand durch den Rost und deswegen, glaube ich, gibt es da so viele davon, so viele Blechbläser. Und wie sich die anhören und warum das so gut ist, das hören wir uns jetzt mit euch an. Vielen herzlichen Dank und wir sind sehr gespannt. Danke. Bitteschön, euer Auftritt. Dankeschön. Thank you.
Ja, Dirk, jetzt machen wir einen großen Sprung. Michael Haydn zu Kurt Weill. Da liegen ein paar Jahre dazwischen, da liegen musikalische Welten dazwischen. Wir hören gleich die zweite Symphonie von Kurt Weill. Ich glaube, angefangen hat er 1933 und dann musste er emigrieren. Hört man auch in dieser Musik, oder? Ja, man kann sagen, es ist ein Stück auf Messers Schneide oder auf dem kochenden Vulkan. Das hört man definitiv. Und wurde, glaube ich, auch von den Menschen, die das Stück ja sehr, sehr positiv aufgenommen haben, wurde verstanden. Man muss sich diese Situation noch mal vorstellen. Kurt Weill in Deutschland, in Berlin, muss fliehen, geht Richtung Amsterdam, glaube ich. Ne? Ja, Paris. Paris, genau. Hört auch erstmal auf, diese zweite Sinfonie zu komponieren, macht dann die sieben Todsünden und widmet sich dann wieder dieser Komposition. Und drei Sätze gibt es. Für mich so der Dreh- und Angelpunkt ist der zweite Satz, dieser große Trauermarsch. Was wird da verarbeitet? Was für eine Trauer ist das? Also ich glaube schon, dass das Thema Heimat ist irgendwo. Wir haben keine konkreten Hinweise von Weill selber. Er hat sich gesträubt, da programmatische Überschriften zu geben. Er hat immer gesagt, mache ich nicht. Ja. Es ist doch ein Stück, um böse Geister zu vertreiben oder um mit bösen Geistern umzugehen. Und diesen doppelten Boden, eine Sinfonie zu schreiben, die, wie er sagt, von allen Menschen verstanden werden soll, die in einer Zeit entsteht, die für ihn extrem düster aussah, aber in der er immer noch gehofft hatte, dass das so ein schneller Spuk ist mit den Nazis. Das könnte doch auch ganz schnell vorbei sein. Und das merkt man schon im letzten Satz. Ich finde es ganz interessant, wie diese Tarantella dann abgeht und man doch durch die Instrumentation und durch die Tonart merkt, also so ganz befreit von Dunkel ist das immer noch nicht. Ja. Also es ist ein wirklich hintergründiges Keine Ding. Katharsis aber du hast nach dem Trauermarsch gefragt. Das ist fast schon so eine malersche Trauer, die auch Triviales von der Straße hereinlässt, aber nicht unbedingt den direkten Drei-Groschen-Oper-Sound. Dennoch aber, sagen wir mal, die traurigen Momente des einfachen Mannes versucht zu erzählen. In Verbindung mit der großen symphonischen Tradition. Man kann sagen, schon in einer hochkomplexen Musik auch, ne? Die auch in Verzweigungen da hinabsteigt, die gar nicht so unvertrackt sind, kann man glaube ich sagen. Nee, das ist komplex und das ist wirklich eine Sinfonie, die eben in der Sprache auf die Menschen zugehen möchte, aber nicht in einem Verlust der Tiefe. Ist das, wofür Weill eigentlich auch steht? Jemand, der diese große klassische Tradition von Bach bis eben Haydn, danach, was da alles noch kam, Wagner, was weiß ich was, Beethoven natürlich, zusammenbringt mit, wie du sagst, der Straße oder einem urmenschlichen Empfinden? Also Kunstmusik ohne Kunst, aber mit Kunst irgendwie? Ja, ich glaube, da ist man dem schon auf der Spur, auch wenn man sieht, was hat er mit Brecht gemacht, was war da die Absicht. Dennoch können wir ja nur mutmaßen, wie wäre es mit Weill weitergegangen, wenn er nicht hätte nach USA emigrieren müssen und dann da quasi sich ganz losgelöst hat. Hat er Musicals geschrieben, wollte was ganz Neues machen, wollte nichts mehr zu tun haben damit. Aber ich glaube, dass diese Komponisten und Komponistinnen der Zeit, die ja keinen Bruch wollten mit der Tradition, sondern ganz bewusst diese Tradition weiterentwickeln, zu den Menschen bringen und den Spiegel der Zeit vor sie hinstellen. Wenn die weiter hätten komponieren dürfen, wie dann unsere Musikwelt jetzt aussähe. Also das finde ich, ist auch, dafür ist dieses Stück ein unglaublich gutes Beispiel, dass man denkt, Mensch, warum musste diese große Katastrophe kommen und so viel zerstören? Und da ist es schon so eins der letzten Kapitel, ne? Also eben 33, danach war dann auch für die meisten Schluss und dann da kam der Bruch Schluss, mit Amerika. Ja. Also wir hören sozusagen so dieses letzte Aufbäumen, dieses letzte bisschen Hoffnung nochmal jetzt und dann geht's rüber über den Teich und man muss sich mit einer anderen Welt auseinandersetzen, anderen Traditionen wahrscheinlich auch. Ja, es gibt Komponisten, die sind einen anderen Weg gegangen, aber bei Weill war das ganz bestimmt so, dass der war tief gekränkt, tief erschüttert, als es eben doch nicht so kam, wie er gehofft hatte und all das hört man in seiner Musik. Über Musik reden ist das eine, am besten hört man sie sich an. Der Kaff, dann vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen nochmal hier in Wien und ich bin ganz gespannt. Also, viel Spaß. Danke. Thank you.
Thank you.
Musik.